die GLG-WG. Och, jetzt kommt schon. Hallo, Jungs, wo seid ihr denn? Martin, ich höre dich. Ah, gut, Björn, ich dich jetzt auch. Aber ich sehe dich nicht. Ich dich auch nicht. Moment, ich drück mal auf den Kamera-Button. Ah ja, jetzt sehe ich dich. Du siehst gut aus. Danke. Moment, da öffnet sich ein Bild. Oh, du siehst aus wie Harald mit Mundschutz. Harald hat den Raum betreten. Was? Wo? Nein, das steht da. Harald ist jetzt auch im Videochat-Raum. Ach so. Aber warum sagt er denn nichts? Ja, komisch. Ach, ich glaube, er hat sein Mikro nicht angeschaltet. Harald, hörst du mich? Wirkt nicht so. Hm, ob er mich sieht? Ich winke mal. Nö, tja, Fehlanzeige. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Wie die drei Affen. Nur, dass gerade alles auf Harald zuzutreffen scheint. Das geht auf Konfuzius zurück. Ja, so sieht Harald auch aus. Nur mit Mundschutz. Und normalerweise ist er wie Konfuzius auch nicht um Worte verlegen. Verlegen? Stimmt. Ich glaube auch, wir sollten unsere Besprechung verlegen. Anderer Tag? Nein, anderer Ort. Dem Videobild nachzuurteilen, sitzt Harald gerade in der Küche. Dann lass uns doch dorthin gehen. Aber... Mit Abstand, ich weiß. Und mit Anstand. Als Lehrkörper sind wir schließlich immer noch Vorbilder. In diesen Zeiten fühle ich mich als Lehrer auch immer Lehrer. Na, dann lass uns diesen Raum mal leeren. Wie verlasse ich den denn? Nein, sag jetzt nicht durch die Tür. Über die drei Punkte oben rechts. Moment, ich probiere das selbst mal. Ach, weißt du was? Ich klappe einfach meinen Laptop zu. Weg ist er. Einfach verschwunden. Wie die vierte Folge. Aber das muss doch auch... Na gut, Björn hat ja recht. Ich mach's einfach aus. Und dann gehe ich auch mal in die Küche. Aber anständig vorbereitet. Mit Mundschutz. Hallo Jungs. Björn, jetzt kann ich dich sehen. Das freut mich, Martin. Und Harald, dich können wir jetzt vermutlich auch hören. Mehr oder weniger... Ja, fällt mir ein. Die Dinger könnten wir hier unter uns doch eigentlich abnehmen. Das sag ich doch die ganze Zeit. Wie bitte, Harald? Das sage ich doch die ganze Zeit. Verrückt. Was genau meinst du, Björn? Na, irgendwie alles. Es sind einfach verrückte Zeiten. Wohlgemerkt. Verrückt. Nicht schlecht, Harald. Verrückt. Verrückt. Das dürfte auch den ursprünglichen Wortsinn berühren. Wie meint ihr das? Nun, zum Beispiel verrücken durch diese Umstände manche Schwerpunkte. Ah, du meinst zum Beispiel im Unterricht oder im Umgang miteinander. Ja, und es verrückt auch der Blickwinkel auf Dinge. Wie wichtig das ein oder andere ist oder eben nicht. Genau. Man kommt ins Nachdenken darüber, was wirklich bedeutsam ist im Leben. Wie nötig wir soziale Kontakte haben, merken wir, seitdem wir sie nicht mehr so ohne weiteres pflegen können. Und verrückte Wörter tauchen auf. Niesetikette zum Beispiel, Infektionskette und Reproduktionszahl. Systemrelevanz ist auch so ein Wort der Stunde geworden. Mit der Überraschung, dass plötzlich gar nicht mehr diejenigen so systemrelevant zu sein scheinen, die man immer dafür gehalten hätte, weil sie sich so gerne wichtig geben und fette Gehälter einstreichen, sondern die Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Altenheimen und nicht zuletzt in der häuslichen Pflege. Die Kassiererinnen im Supermarkt hinter ihren Plexiglasscheiben. Und all die Grundversorger wie die Müllwerke. Man lernt eben nie aus. Zum Beispiel ist auch das digitale Leben verrückt. Manche Kolleginnen und Kollegen hat die Krise technisch um Lichtjahre nach vorn katapultiert. Stimmt. Ich zum Beispiel bin jetzt viel auf YouTube unterwegs oder unterhalte mich mit Freunden über Skype, Zoom, Jitsi. Oder mit Schülerinnen und Schülern über iSurf. Ach, da stellst du dich vermutlich besser an als wir vorhin. Dabei bist du schon über 55. Oder über Kiskio Webex.
Wow, Martin, wie locker dir das mittlerweile über die Lippen geht. Und wie positiv ihr sprecht und eingestellt seid, mitten in der Krise. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass wir so etwas wie eine Zeitenwende erleben? Ich meine, dass wir jetzt schon ahnen, eines Tages von einer Zeit vor Corona zu reden und von einer Zeit danach. Und die Zeit währenddessen sich sonderbar intensiv anfühlt. Ich glaube, wir werden vor allem ungeheuer viel in Erinnerung behalten. Beunruhigende, irgendwie gespenstische, dann aber auch skurrile und bizarre Momente. Ja, und die aufmunternden sowieso. Die Balkonkonzerte in Italien zum Beispiel. Die selbstgemalten Bilder, die mir mein Patenkind geschickt hat. Ich fand die Stille wunderbar, die sich mit einem Mal ausgebreitet hat. Kein Flugzeug am Himmel, kaum ein Auto auf der Straße. Ich habe im Garten fantastische Vogelkonzerte erlebt, wie noch nie zuvor. Wie schön. Ich bin ja mal gespannt darauf, was wir aus der Krise dauerhaft und nachhaltig mitnehmen. Und ob sich eines Tages das Rätsel lösen lässt, wozu die Leute all das Klopapier wirklich brauchten. Ja, es gibt eine Zeit nach Corona. Nach vorn schauen, die Krise als Chance begreifen, das ist das Motto. Stimmt, Martin. Let it be. Lass es, bleib locker, nimm es an und mach das Beste draus. Genauer gesagt, lass es geschehen. Das Gute, das in jeder Krise ganz zart anklopft. Und werde kreativ für das Gute. Das ist das Beste. Besser als Klopapier horten und neue Hamster kaufen zu gehen. Panik, das kann man sein lassen. Und Vernunft geschehen lassen. Und sehr gut, Martin, dass du gesummt und nicht direkt losgesungen hast. Soll man noch nicht, ich weiß. Aber ihr wisst ja, egal was kommt, es wird gut. Sowieso. Immer geht eine neue Tür auf irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso.